Feuilleton, Prinzip verstanden. 60.000 Rumänen singen, lustig ist das Zigeunerleben. Die Geschichte ist schnell erzählt. Volker, in Berlin gestrandeter Bauarbeiter, lernte an einer Neuköllner Dönerbude einen Rumänen kennen, der ihn in seinem Roma-Dorf Fantanele einlud, wo er sich in die Schwester des Gastgebers verliebte, diese heiratete und mit nach Berlin nahm. Aber hallo, zu zweit Hartz 40's besser. Kaum, dass Rumänien 2007 EU-Mitglied ward, reisten erst Marian, Volkers ältester Schwager, dann die Schwiegereltern, weitere Geschwister seiner Frau, deren Kinder, Cousins, Cousinen, Nachbarn, Freunde, Bekannte, bald das ganze Dorf nach. Ohne Arbeitserlaubnis, wofür sollte die auch erteilt werden, für 3 Monate? Da war eine gültige Sozialarbeiterin vor, die, nein, nicht zum Betrug anstiftete, sondern dem Volker ein Hintertürchen erklärte. Durch das schlüpfte der zwischenzeitlich, nein, nicht als Schlepperschleuser, Roma-Fänger verurteilte, sondern zum Integrationslotsen beförderte und meldete seine Sippschaft als Gewerbetreibende an. Schrotthandel zum Beispiel, ohne Deutschkenntnisse, Analphabetentum unterstellt, weder Waage, Fahrzeug noch Lager vorhanden, von Preisen keine Ahnung, außerstande, Rechnungen zu schreiben oder Steuern zu erklären, zum Klauen nicht ortskundig genug. Bereits an der Amtspforte donnernd abgeschmettert, sollte man meinen. Auch hier weit gefehlt. Die Luftnummer wird mit Daueraufenthaltserlaubnis und Grundsicherungsanspruch, dem sogenannten aufstockenden Hartz IV, prämiert. Und da der Schrotthandel nichts unterstockt, voll Hartz plus Kindergeld für 10 Plagen. 20-mal höher als zu Hause. Das trifft auf 60.000 Rumänen zu, die sich seit der Grenzöffnung aufmachten ins Land, wo lustig ist das Zigeunerleben, Milch und Honig fließen. Aber Tausende, Faria Faria Ho, sind auf dem Sprung. Die Frauen aus Fantanele, so Özlem Geser im Spiegel 1412, Paradies in Neukölln, verstehen nicht, das verbindet sie mit dem ausgeplünderten deutschen Steuermichel, dass es einen Staat gibt, der Geld verschenkt, ohne etwas dafür zu verlangen. Und sie beten für Frau Merkel. Niemand, der das alsbald mehr bräuchte als sie, bleibt zu hoffen. Geser aber weiß nicht nur, wo die Zigeunerfuhre hingeht. Absehbar ein neuer sozialer Brennpunkt, wie er von den Politikern erst bemerkt und beklagt wird, von Unterbinden kein Wort, wenn er nicht mehr zu heilen ist. Er kennt auch die Schuldigen. Sie, die Rumänen, wissen nicht, dass ein Sozialstaat an seine Grenzen kommt, wenn es zu viele Menschen gibt, die Ansprüche erheben. Und sie haben das Prinzip Deutschland nicht verstanden oder wollen es nicht verstehen. Selbst dem leidgeprüftesten Opfer der Kanonaden, des Sturmgeschützes der Demokratie, des Spiegel, an Geist und Seele deformiert, verblödungssturmreif geschossen, stockt der Atem, springen die Augen aus der Höhlung und schlägt die Kinnlade schwer aufs Brustbein. Sie haben das Prinzip Deutschland nicht verstanden? Wenn es jemand gibt, der dieses Prinzip verstanden hat, dann sind es die scheinselbstständigen Sozialtopfschmarotzer aus Fantanele. Und wenn jemand Deutschland aus Prinzip nicht verstehen will, so sind es seine Abschaffer, todessehnsüchtige Endzeitmachthaber und deren Bestattungshelfer von der Leichenbitterjournalie.